Moin Leute, hier ist Tim und herzlich willkommen zur 1300 € Gaming-PC-Kaufberatung für den Monat Mai 2020. Wie immer in meinen Kaufberatungen versuchen wir für unser Budget möglichst viel Gaming-Performance herauszuholen. Dabei wollen wir aber auch die Qualität der Komponenten nicht aus den Augen verlieren. Es soll schon alles einen gewissen Mindeststandard an Qualität haben, damit da auch in naher Zukunft oder auch später nichts kaputt geht. Ich würde sagen, wir reden gar nicht weiter um den heißen Brei herum, sondern legen sofort los. Auf geht's! Wir legen zunächst einmal los mit dem Mainboard. Ich empfehle für einen 1300 € Gaming-PC das Gigabyte B450 Aorus Elite. Das Mainboard kostet so um die 95 Euro, ist also schon eins der etwas gehobeneren Preisklasse, wenn man sich anschaut, was es sonst noch so gibt, und ist dafür aber auch sehr, sehr gut ausgestattet und auch von der Qualität wirklich ein sehr gutes Mainboard. Ihr habt beispielsweise auf der Rückseite insgesamt 8 USB-Anschlüsse. Ihr habt zwei M.2-Slots auf dem Board mit dabei. Das heißt, ihr seid auch sehr flexibel, was die Installation von SSDs angeht. Und grundsätzlich ist das Mainboard einfach von der Qualität wirklich sehr, sehr solide. Beim Mainboard sollte man auch nicht zu viel Geld einsparen, denn das ist ja das Grundgerüst quasi für euren Gaming-PC, der quasi alles, das quasi alles am Laufen hält. Das Mainboard kostet wie gesagt etwa 95 Euro, ist ein Standard-ATX-Mainboard und nutzt den AMD B450-Chipsatz. Der etwas neuere X570-Chipsatz, der ist aktuell noch nicht notwendig und wird vermutlich auch in den kommenden Jahren nicht zwingend notwendig sein für einen Gaming-PC. Der B450-Chipsatz ist absolut ausreichend und X570-Mainboards kosten sowieso in der Regel noch so mindestens 140 Euro und das ist einfach unnötig, dafür extra mehr Geld auszugeben, denn ihr bekommt dadurch nicht mehr FPS. Als Prozessor kommt dann natürlich ein AMD-Prozessor zum Einsatz, sagt ja quasi das Mainboard schon aus. Und hier empfehle ich auch bei einem 1300 € Gaming-PC immer noch den AMD Ryzen 5 3600. Das ist ein Sechskernprozessor mit einer Taktfrequenz von 3,6 GHz, der auch Multithreading unterstützt. Das heißt, ihr habt 6 physische Kerne und 12 virtuelle Kerne. Der Prozessor ist absolut ausreichend für diese Preisklasse. Ich empfehle den ja auch in meinen Kaufberatungen der etwas niedrigeren Preisklassen. Und auch bei einem 1300 € Gaming-PC ist es definitiv noch sinnvoll, auf diesen Prozessor zu setzen. Denn der kommt auch mit den besten Grafikkarten aktuell, sage ich mal, auf dem Markt noch ohne Probleme klar. Ohne dass ihr irgendwelche Leistungseinbußen durch Bottlenecks in Kauf nehmen müsst. Also, da braucht ihr euch wirklich keine Gedanken machen. Mit 170 Euro ist der Prozessor auch relativ preiswert. Und das ist einfach im Moment, ich kann es nur immer wieder wiederholen, der beste Prozessor, den man eigentlich für einen Gaming-PC kaufen kann, wenn man Wert auf Preis-Leistung legt. Als Arbeitsspeicher steht dem Prozessor dann 16 GB insgesamt zur Verfügung. Ich empfehle hier die G-Skill RipJaws V. Mit einer Taktfrequenz von 3600 MHz und CL19-Timings. Bei AMD Ryzen-Prozessoren sollte man ja immer darauf achten, dass man Arbeitsspeicher mit einer recht hohen Taktfrequenz verwendet. Denn nur dann kann der AMD Ryzen-Prozessor sein komplettes Potenzial quasi entfalten. Und das haben wir hier mit 3600 MHz auf jeden Fall hinbekommen. Der Arbeitsspeicher ist auch relativ günstig mit 70 Euro. Und das ist eigentlich, wie gesagt, vom Preis-Leistungs-Verhältnis einer der besten Arbeitsspeicher, die man im Moment so nehmen kann. 3600 MHz, wie gesagt, auch eine relativ hohe Taktfrequenz. Natürlich, es gibt auch Arbeitsspeicher mit noch höheren Taktfrequenzen oder besseren Timings. Die sind aber unverhältnismäßig viel teurer und 3600 MHz ist eigentlich so mit die beste Wahl, die man aktuell so treffen kann. Dann kommen wir jetzt natürlich zum Herzstück für jeden Gaming-PC, nämlich zur Grafikkarte. An dieser Stelle empfehle ich euch eine Nvidia RTX 2080 Super, und zwar die Phoenix von Gainward. Das ist eine Grafikkarte mit einem 3-Lüfter-Design, das heißt, der Kühler ist relativ groß und hat auch eine ausreichende Kühlleistung für die Leistung bzw. für die Gaming-Performance dieser Grafikkarte. Die kostet 710 Euro aktuell und da bewegt ihr euch wirklich schon im High-End-Segment von Grafikkarten. Und wie gesagt, der AMD Ryzen 5 3600 kommt auch mit der Gaming-Performance von dieser Grafikkarte noch ohne Probleme klar. Ich sag mal, würdet ihr einen Ryzen 7 3700X oder sowas nehmen, hättet ihr in euren Spielen wahrscheinlich auch nur so 2-3 FPS mehr.
Und dafür ist der Prozessor einfach unverhältnismäßig viel teurer. Nochmal zurück zur Grafikkarte. Diese Grafikkarte von Gameboard ist eine der günstigsten RTX 2080 Supermodelle, die es im Moment auf dem Markt gibt. Ist auch nicht sonderlich stark übertaktet ab Werk, aber da die Grafikkarte schon einen ziemlich großen Kühler montiert hat mit drei Lüftern, besteht auf jeden Fall noch Übertaktungspotenzial für manuelle Übertaktung. Und auch von der Lautstärke ist die Grafikkarte wirklich in einem angenehmen Bereich. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass der PC unverhältnismäßig laut wird. Was die Gaming-Performance angeht, braucht man zur RTX 2080 Super eigentlich gar nicht viel sagen. Da könnt ihr alle aktuellen Spiele in den höchsten Grafikeinstellungen spielen, das ist ganz klar. Auch in 4K könnt ihr viele Spiele in den höchsten Grafikeinstellungen spielen. Da habt ihr wirklich einen High-End-Gaming-PC, der euch die nächsten Jahre auf jeden Fall super viel Spaß bringen wird. Dann benötigen wir natürlich jetzt noch Festplattenspeicher für unseren Gaming-PC. Hier empfehle ich wie immer eine M.2 SSD mit 1 TB Speicher. Und zwar ist das wieder die Crucial P1 SSD. Das ist eine grundsolide M.2 SSD, die von der Performance, ich sag mal, in Ordnung ist. Es gibt natürlich von der Performance noch deutlich bessere SSDs, die kosten in der Regel aber statt 115 Euro wie diese hier mindestens 160 Euro ungefähr. Und mehr Gaming-Performance bekommt ihr dadurch eben nicht. Und ich sag mal, diese M.2 SSD ist auch locker schon schnell genug, dass ihr wirklich sehr, sehr kurze Ladezeiten beispielsweise in Spielen habt, dass Windows super schnell läuft. Da ist es eigentlich unnötig, noch mehr Geld in eine schnellere SSD zu stecken. Mit 115 Euro macht ihr mit dieser SSD wirklich nichts verkehrt. Als nächstes kommen wir dann zum Netzteil. Unsere ganzen Komponenten müssen natürlich auch irgendwie mit Strom versorgt werden. Und an dieser Stelle empfehle ich das Seasonic M12-2520 Evo. Das ist ein 80 plus Bronze zertifiziertes 520 Watt Netzteil, was vom Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich wirklich sehr, sehr gut ist. Es ist, wie gesagt, 80 plus Bronze zertifiziert, das heißt, der Wirkungsgrad ist schon relativ hoch. Es geht natürlich noch besser, 80 plus Gold, 80 plus Platinum und so weiter, aber die Netzteile werden einfach unverhältnismäßig viel teurer und ein gutes Netzteil bringt euch halt nicht mehr Gaming-Leistung. Man sollte natürlich schon auf einen Mindeststandard von der Qualität beim Netzteil achten, denn wenn euch das Netzteil kaputt geht und das ist wirklich ein sehr, sehr billiges, dann können eben auch andere Komponenten in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das will natürlich keiner, deswegen sollte man schon so ein Mindestlevel an Qualität beim Netzteil haben. Das ist mit dem Seasonic-Netzteil hier auf jeden Fall sichergestellt. Das ist dazu noch ein vollmodulares Netzteil. Das bedeutet, ihr könnt alle Kabeln einzeln an- und abstecken und habt dann ein super Kabelmanagement in eurem Gehäuse. Und mit 60 bis 65 Euro ist es auch noch ziemlich preiswert. Seasonic ist auch wirklich ein guter Netzteilhersteller. Ich habe schon viele Netzteile von denen verbaut und hatte noch nie Probleme. Da braucht ihr euch eigentlich keine Sorgen machen. Und 520 Watt sind auch absolut ausreichend für diesen PC. Ihr könnt euch sicher sein, dass der Gaming-PC mit dem Ryzen 5 3600 und der RTX 2080 Super nicht mehr als 350 Watt unter Volllast benötigen wird. Da habt ihr also mit 520 Watt beim Netzteil noch ein bisschen Luft nach oben. Jetzt fehlen uns noch insgesamt zwei Komponenten, und zwar einmal ein extra CPU-Kühler. Ich finde, bei einem 1300 Euro Gaming-PC sollte man schon die paar Euro in die Hand nehmen und sich noch einen extra CPU-Kühler dazu kaufen. Ich empfehle hier den Arctic Freezer 34, der kostet so gut 20 Euro und ist ein grundsolider CPU-Kühler mit einem 120 mm Lüfter. Die 20 Euro sind wirklich gut investiert, dadurch habt ihr einen deutlich leiseren Betrieb bei eurem Gaming-PC, vor allem unter Volllast und halt auch deutlich niedrigere Temperaturen als mit dem AMD Boxkühler, was auch die Langlebigkeit der Komponenten einfach begünstigt. Also die gut 20 Euro sind hier wirklich ordentlich investiert. Einen CPU-Kühler solltet ihr auf jeden Fall noch einmal dazu kaufen. Dann kommen wir zu guter Letzt noch zum Gehäuse. Das ist immer Geschmackssache, das sage ich jedes Mal wieder. Jeder sollte sich da einfach das Gehäuse aussuchen, was ihm optisch auch am besten gefällt. Wenn euch das aber relativ egal ist, wie das aussieht und ihr sagt, ich möchte jetzt einfach ein Gehäuse haben, was mit allen Komponenten kompatibel ist, die hier in der Kaufberatung empfohlen wurden und was auch nicht unverhältnismäßig teuer ist, dann empfehle ich euch das Shakun VS4W. Das kostet so 35 bis 40 Euro und ist wirklich ein grundsolides, normales, PC-Gehäuse. Es hat aber den Vorteil, dass es für den relativ günstigen Preis von 35 bis 40 Euro schon zwei 120 mm Lüfter vorinstalliert hat. Einer vorne und einer hinten im Gehäuse. Und dadurch habt ihr schon einen ausreichenden Airflow und braucht keine extra Gehäuselüfter.
mehr dazu kaufen und einbauen. Da macht ihr also nichts verkehrt mit. Das Gehäuse ist auch kompatibel mit allen Komponenten, die ich hier empfohlen habe. Insgesamt landen wir jetzt mit allen Komponenten bei etwa 1.280 Euro ohne Versandkosten. Je nachdem, wo ihr die Sachen bestellt, mit Versandkosten landet ihr dann wahrscheinlich so ziemlich genau bei den 1.300 Euro. Und dafür habt ihr wirklich, muss man ehrlich sagen, einen High-End-Gaming-PC aktuell, der euch wahrscheinlich locker ohne weiteres Upgrade die nächsten 3-4 Jahre gut begleiten wird und mit dem ihr jetzt auf jeden Fall alle aktuellen Spiele in den höchsten Grafikeinstellungen zocken könnt und auch in den nächsten Jahren erstmal keine Probleme oder sowas mit Upgrades haben werdet. Wenn ihr noch weitere Fragen habt zu der Kaufberatung, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Die Guides als Wunschliste mit allen Komponenten, die ich hier empfohlen habe, findet ihr in der Videobeschreibung. Und ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bin raus, haut rein.